Die österreichische Nationalratswahl am 5. Oktober 1975 war eine Wahl der Kontinuität, weil die österreichische war die Sozialistische Partei Österreichs, hatte 50,4% der Stimmen und 93 Abgeordnete unter Bundeskanzler Bruno Kreisky. Die Österreichische Volkspartei hatte 42,9% der Stimmen und 80 Abgeordnete. Und die Freiheitliche Partei Österreichs hatte 5,4% der Stimmen und 10 Abgeordnete. Der Bundeskanzler Bruno Kreisky fortsetzte in seinem Amt mit einer neuen Einparteiregierung der Sozialistischen Partei Österreichs.